Tripwire. Immer noch. Und immer noch die unechte Engine. Und georgia.org/media. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Killing Floor 2. Und ich sage natürlich auch mal herzlich willkommen allgemein wieder zurück. Ist ja jetzt schon eine ganze Zeit lang her, dass ich ein Video aufgenommen habe. Das hat einen ganz bestimmten Grund gehabt. Und zwar war der Red Dead Redemption 2. Ich habe mir das Spiel ganz genüsslich für mich gegönnt. Und ja, jetzt bin ich im Prinzip gerade so weit fertig, dass ich im Prinzip nur noch ein paar Sachen machen müsste, um Platin zu machen. Das heißt, ich habe jetzt wieder mehr Zeit für andere Sachen, wie zum Beispiel auch YouTube. Das heißt, es kommen jetzt bald auch wieder... Oh, ich habe die Mucke vermisst. Es kommen jetzt auch bald wieder mehr Videos auf dem Kanal und auch wieder Livestreams. So, aber zum heutigen Thema. Denn Killing Floor 2 spielen wir natürlich, weil Update-Zeit ist. Es ist Weihnachtszeit und mal sehen, wie Weihnachten dieses Jahr bei Killing Floor ausfällt, nicht wahr? Da bin ich jetzt mal gespannt. Jawoll. Die Musik ist schon mal interessant und hier haben wir es. Twisted Christmas Seasons Beatings. Ach ja, schön. Schön. Neues Update. Es gibt wieder so viele Sachen zu entdecken. Und ich muss mal kurz mein Mikrofon wieder richtig rücken. Yeah. So mag ich Weihnachten, mit ein bisschen Metal. Ja, und zwar, es gibt ein Weihnachtsupdate. Ihr seht im Hintergrund schon, die Kostüme der Gegner sind wieder passend. Es gibt zwei neue Maps. Es gibt vier neue Waffen. Einen neuen Charakter. Und hier und da noch ein paar Tweaks und Twerks. Aber ja, ich würde sagen, ich mache das so wie immer. Was? Warum zum Geier haben die das schon wieder alles resettet? Naja. Und zwar gibt es jetzt... Oh, muss ich den erst freispielen? Mist. Okay, Moment, wir schauen mal kurz. Halt. Nee. Ah ja, okay, da unten gibt es die Kampfaxt als Abschlussbelohnung. Okay, was? Schaff alle Escort mit dem Wagen bei Überleben auf Schwer. Schaff den wöchentlichen Kaufrausch. Den wöchentlichen Kaufrausch? Black Friday. Ja, Krampus ist anscheinend wieder der Endgegner. Was nicht schlimm ist, Krampus ist eigentlich ganz cool. Den neuen Charakter, anscheinend muss man sich ihn kaufen. Ich bin mir nicht sicher. Krasses Santa-Paket. Ja, dachte ich mir schon fast. Dieser Charakter, der neue, wird auch gesprochen von irgendwen ziemlich coolen. Ich habe den Namen des Schauspielers vergessen, aber anscheinend, ja. Irgendwer ziemlich famous, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, wow. Okay, alles klar. Ich war wohl schon eine längere Zeit lang nicht mehr im Spiel. Holy shit, warum zum Geier? Ah, das sind die Kisten, die mir flöten gegangen sind beim letzten Mal. Ja, hoffentlich kriege ich die dieses Mal da auch alle. Heilande, ne. Ja, nee, ist klar. Ich habe mich beim letzten Update nämlich schon gefragt, warum zum Geier meine ganze Kohlekammerkiste leer war. Ja, übertreibt halt. Was ist denn jetzt los? Was zum Geier? Ja, es ist Weihnachtszeit, würde ich mal schwer behaupten. Jetzt hört das auch mal auf. Ha 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 ha
Jetzt hört es auch mal auf, sorry. Was zum Geier ist denn jetzt los? Aber zählt jemand mit? Wie viele waren das denn jetzt? Oh Mann! Was zum Geier? Ja, ist ja gut. What the f... Wenn die Bibi das wieder sieht, dann kriege ich wieder einen Anschluss, warum zum Geier ich so viele Kisten gekriegt habe. Aber beim letzten Mal war das bei der Bibi auch so. Die hat auch, ihre Kohlekammer war komplett leer. Dann beim nächsten Update auf einmal hat sie, keine Ahnung, 10 Kisten oder so bekommen. Und ja, toll. Ja, ist ja gut, ey. Ich war da nämlich beim letzten Mal wirklich sogar ein bisschen traurig, weil nämlich meine ganze Kohlekammer leer war. Ich hatte eine Reihe schon voll und dann haben wir ein bisschen viel Halloween-Updates gemacht. Ja, und jetzt hört's gar nicht mehr auf. Jetzt hört's ums Verrecken einfach nicht mehr auf. Was ist denn jetzt los? Ich meine, ja, ich habe ein paar Charaktere auf Prestige gemacht, aber macht das wirklich so viel Geld aus? Was zum Geier? Jetzt hört das mal auf. Das ist mir jetzt schon peinlich. Ich wollte eigentlich nur das Update zeigen. Ich entschuldige mich. Oh. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, ich schneide das raus. Ich glaube, ich schneide das raus, wenn das fertig ist. Hört das auf, ey. Was ist denn? Warte mal, ich hatte... Oh Gott. Ja, schön. Süße die Glocken, die klingeln. Ich meine, ich freue mich einerseits, andererseits bezweifle ich stark, dass ich die ganzen Kisten überhaupt bekomme. Es könnte langsam aufhören. Es könnte aufhören. Bitte hör auf. Ich krieg mich nicht mehr. Das hört nicht auf. Oh. Ich muss dieses Jahr wohl ein sehr artiger Junge gewesen sein. Das ist jetzt schon die vierte Reihe von Kohle. Ja, wir haben ein bisschen gesuchtet, aber das kann doch unmöglich so viel gewesen sein. Beim nächsten Update ist das wieder alles weg.
krieg einen Anfall. Halt das doch mal auf! Oh wow, es hat aufgehört. Leck mich am Arsch, es hat wirklich aufgehört. Holy shit. Holy fucking shit. Was? Kohlekammerkiste? Ja, okay, machen wir mal auf. Krieg ich die jetzt wirklich? Das waren jetzt locker 20 Kisten. Yeah, nice, die nehme ich. Alter, was? 49 Kisten! What? Was? Das ist ein Fehler. Das kann nicht echt sein. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, sorry. Oh mein fucking Gott. Ja. Da habe ich wohl noch ein bisschen was zum Auspacken. Oh fuck. Ja, das mache ich aber jetzt nicht. Holy shit. Ich meine, ihr könnt Bibi fragen. Ich habe mich immer und immer wieder beschwert, weil, ja, weil ich halt, sorry, ich übersteuere gerade ein bisschen. Weil ich halt einfach immer wieder Kisten nicht bekommen habe. Und ja, jetzt habe ich sie wohl alle nachträglich bekommen. Ich meine, Halleluja. Hey, Tripwire, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Und jetzt sieht meine Kohlekammer auch schon wieder weitaus besser aus. Ich bin gerade, ja, keine Ahnung. Ja, ich wollte, ich muss nur erstmal mein Scully wieder anpassen, sorry. Holy shit. Ja, wir testen auf jeden Fall, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah ja, wir testen auf jeden Fall, die ganzen, die neuen Maps, die neuen Waffen, testen wir natürlich alles der Reihe mal so ein bisschen durch. Ja, so nach und nach. So, also, so, ja. So sieht's doch schon wieder ein bisschen angenehm aus. Ach du heilige Scheiße. Gut, ich meine, ja. Ich hatte den zweimal Prestige, das gibt auf jeden Fall, ich glaube, 4 Kohlekammerkisten allein schon. Der hier ist Prestige 1. Der hier ist Prestige 1, der ist Prestige 1, der noch nicht, der auch noch nicht. Aber ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen gegrindet ohne Ende. Und ja, ich spiele Solo offline. Oh, die Monsterballkarte gibt es sogar auch noch. Geil. So, wir checken aber erstmal. Also, was sind die neuen Karten? Wir gucken mal. Luftschiff ist nicht neu, nein. Santas Werkstatt ist definitiv neu. Und Kaufrausch. Das Tragische Königreich. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal Kaufrausch. Ja, wir machen erstmal Kaufrausch im ganz normalen Überlebensmodus auf normal. Ich denke mal, ich werde wieder 2 Videos daraus machen, also 2 Videos zum Update oder ein sehr, sehr langes, je nachdem. Ich kann es noch nicht sagen, aber auf jeden Fall schauen wir jetzt einfach mal hinein. Wir machen mal eine Mittelwelle. Eine Mittelwelle, ja. Und, was zum Geier, schaffe den wöchentlichen Kaufrausch. Das hat irgendwas auch mit dieser Map zu tun. Töte 2500 Sets, ja, töte 25 Bosse. Okay. Gut. Also die Axt, die Kampfaxt von Dings werde ich euch nicht zeigen können. So viel kann ich schon mal versprechen. Aber holy motherfucking moly. Ja, wir gucken mal rein in den Kaufrausch. Es gibt ja noch ein paar andere neue Waffen, ne? Und natürlich bin ich auch ein bisschen auf die Musik gespannt. Ach stimmt ja, ich habe ja ein Prestige-Skin gehabt. Die erste Z-Horde ist im Anmarsch. Okay. Macht euch bereit, Dämon.
Ah ja, wieder also das klassische Aussehen von denen. Das hatten sie beim letzten Weihnachten auch schon. Ist aber nicht schlimm. Ist aber nicht schlimm. Ja. Ist überhaupt nicht schlimm. Denn das Outfit ist... die Outfits sind eigentlich voll in Ordnung. So, wie gesagt. Ich dünne mal hier ein bisschen aus. Ich bin voll aus der Übung. Oh, cool. Sogar mit Weihnachtsbaum. Schick. Ja, ja. Kuscht euch mal. Oh, weg mit euch. Mal wieder in Frankreich unterwegs. Macht aber nichts. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Lebkuchen. Ich kenne mich halt null auf der Map jetzt gerade mal aus, deswegen. Ja, schauen wir einfach mal ein bisschen durch. Ah, cool. Aua. Könnt ihr mal 2 Sekunden aufhören? Danke. So, jetzt dürfte eigentlich nur noch so ein Dicker übrig sein und keine Ahnung, was da noch rumläuft. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, uns die Map mal anzugucken. So. Ich achte ja gerne mal auf Details. Ihr wisst ja, ihr kennt mich doch. Deswegen schaue ich mir sowas eigentlich gerne mal an. Okay, es gibt anscheinend noch eine Tiefetage. Weg mit dir. So. Wahrscheinlich aufgebaut so nach Abteilungen, ne? Das hier dürfte Sport, ne, Büro, keine Ahnung. Holz? Okay. Halt typisches, ganz typisches Kaufhaus. Und ich muss sogar noch mal kurz was machen, weil ich nämlich befürchte, dass sonst wieder was passiert. So, warte mal, den mal kurz raus. Das mal wieder für euch ein bisschen leiser gemacht. So. Das sind meine Privateinstellungen. Also wenn ich Killing Floor spiele, dann habe ich immer die Musik auf volle Lautstärke, weil ich die halt einfach mag. Ist aber nicht jedermanns Geschmack. Hallo, ich hatte einen Gesang ausgestellt. Keine Ahnung. Vielleicht beim nächsten Lied. So, gibt's hier eigentlich auch wieder irgendwelche kleinen Secrets, die man drücken kann? Ups, die man drücken kann oder so. Tiefgarage gibt's also auch. Okay, cool. Also, was ich bis jetzt gesehen habe, 3 Ebenen, das ist schon mal nice. Aber was sind die Collectibles auf der Map? Wir wissen doch alle, dass es hier irgendwo welche gibt. Munition ist immer gut. Wie gesagt, die Runde an sich können wir ja schnell abschließen, aber ich will nur gerade mal gucken. Sind das die Collectibles? Nee. Ist schwer zu sagen, es könnte alles sein. Hab hier eine tolle Waffe. Oh, cool. Eine Schaufel mitgenommen. Eine Schaufel. So, was ich gesehen habe... Oh, oh. Ah, das war ein Fehler. Ich habe gedacht, da kann man vielleicht durch. So, was ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass die meisten neuen Waffen alles Nahkampfwaffen sind. Bis auf das Thompson-Maschinengewehr. Ich kann mich allerdings auch irren. Wie gesagt, wir werden es dann herausfinden, gleich, bald. Ich will doch nur wenigstens ein Collectible mal finden. Sonst war ich doch da auch mal relativ zügig dabei. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wonach ich suchen soll. Was sind die Collectibles? Okay, da geht's nicht hoch, da geht's aber runter. Gib mir einen Hinweis. Irgendwas muss doch das Collectible sein. Eine Waffe gefunden, Leute. Noch eine Schaufel. Toll. Ihr habt natürlich wahrscheinlich jetzt schon 3 oder 4 Collectibles gesehen. Aber ja, die Map an sich gefällt mir eigentlich ganz gut. Wobei die engen Gänge hier wahrscheinlich auf höheren Schwierigkeitsgrad hohes Risiko. Aber hey, dafür mehrere Ebenen. Vielleicht hier 2, 3 Orte, wo man sich mal verschanzen kann. Auch nicht schlecht. Es wird nur schwierig. Obwohl, hier kann man runter. Ah, hier kriegt man sogar nicht mal Schaden. Ach, sieh mal einer an. Man könnte fast meinen, dass da draußen wäre Evakuierungszone. Also die andere Map. Frosté. Ja klar, müssen wir auch alles nachmachen da oben. Aber ich finde hier kein Collectible. Zumindest, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die auszusehen haben. Was sind die Collectibles hier? Scheiße. Das Problem ist halt, es kann halt leider... Ah, okay, gut. Ganz normale Münzen.
So, okay, gut. Ich wollte nur mal wissen, was die Collectibles hier sind. Dann weiß ich jetzt, wonach ich Ausschau halten muss. Jawohl, ich bin auf dem Weg. Was? Trapee. Was? Habt ihr das gerade gehört? Das war eine Werbung für ein Plüsch. Für ein Plüsch Flash Pound. Ist das nicht geil? So, ja, die haben gesagt. Also, was kommen wir? Wir haben jetzt die Feueraxt. Gut, die Feuerwehraxt kann ich mir gerade nicht leisten, aber das ist eine der neuen Waffen. Dann sollte es theoretisch hier irgendwo. Da. Die Tommy-Pistole. Ah, die ist sogar günstig. Oh, die können wir uns gleich kaufen. Die nehme ich. Es soll noch irgendwas Neues geben. Außer die Krampus-Axt natürlich, ist klar. Was soll noch irgendwas geben? Ah ja, der Granatwerfer. Es gibt noch einen neuen Granatwerfer. Und zwar so einen typischen Multi. Da, der M32 Multi-Grenade Launcher. Aber es soll sogar noch was geben. Dazu haben sie aber nichts gesagt. Mann! Schick. Irgendwie gefällt es mir, aber wenn die so günstig ist, bin ich mir nicht sicher. Ich habe hier Munition, Leute. Wenn die so günstig ist, bin ich mir nicht sicher, ob die überhaupt stark ist. Boah, die verzieht aber. Hörst du das noch vor? Aber irgendwie geil. Ein Tommy Gun ist eigentlich immer top. Aber du siehst halt einfach rein gar nichts, wenn du mit dem Ding schießt. Aber irgendwie cool. Ja, scheiße. Also Tommy Gun auf jeden Fall nice. Jetzt habe ich nur nicht darauf geachtet, war die für ein SWAT oder für den Kommando. Das weiß ich jetzt nicht. Kling, Glöckchen. Klingelingling. Ratatatat. Also Tommy Gun, schon mal nice. So, wir checken dann als nächstes, würde ich sagen, den Grenade Launcher aus. Aha. Bring. Wie gesagt, natürlich versuche ich auch noch so viele Collectibles zu finden, wie es geht. Und die natürlich irgendwie irgendwo ins Video mit einzubauen. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich alle finde. Auch, ey. Auch wenn ich... Mann! Oh. Auch wenn ich ein gewisses Auge dafür habe. Ja. Nein, ich brauche keine Panzerung. Wir verkaufen erstmal alles und ich will den, oh shit. Wo ist er? Ah, der kostet 2000! Wieso hat mir niemand gesagt, dass er 2000 kostet? Ja, die Entwickler haben noch geschrieben, ob wir es irgendwo im Shop finden. Aber ich weiß nicht, was sie meinen. Die P90. Ah ja, okay, also die zählt zum SWAT. Okay. Die P90 MP, Crystal MP, Mantec, Eiswerfer, Schurkengewehr, ja, Winchester, da. MP, SMG, nee. C4, da. Die Pause ist Mann, keine Sorge, ich schaff das auch mit der Pistole, aber, was zum Geier meinen die? Also in den Patch Notes, also es stand halt auf der offiziellen Tripwire-Karte, Seite, nicht Karte, stand halt, die Tommy Gun. Aber die Tommy Gun, die Feueraxt, die Krampus-Axt. Und sie haben noch irgendwas in den Shop getan. Und, mal sehen, ob wir es finden. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen angetan, das zu finden, natürlich. Batz! Oder wie würde Bibi jetzt sagen? Butz, Junge! Kein schlechter Anfang. Ja. Das war aber nur zum Aufwärmen. Gingerbread Man! Die! Schießen oder was? So. Geh weg! Gott, ich schieß so langsam. Ich muss erstmal wieder voll reinkommen. Was? Sirene? Oh, die Sirenen, die sahen doch immer so cool aus. Ja! Oh. Man sollte sein Glück nicht rausreizen.
Ich finde es halt auch so schön, dass die Krabbler als kleine Geschenke hier rumlaufen. Das fand ich letztens. Ah! Mann! Was will ich? Lass los! Ha! Da liegt eine Knarre. Ja, mit dem Ding! Mist! Okay, also die Map an sich finde ich ganz okay. Die haben aber auf jeden Fall die Collectibles schwerer versteckt oder zumindest habe ich da jetzt noch nicht so drauf geachtet. Das ist zu einfach. Oh oh. Nein, du sprengst dich nicht! Ah, gut. Die haben wir. Wollt ihr noch ein bisschen nach Collectible gucken? Ich wette mit euch, eins hängt hier irgendwo in einem Scheißbaum. Ist natürlich kein Scheißbaum, aber es ist. Ja, ihr wisst, was ich meine. Lacht nicht so. Es freut mich, dass ihr es geschafft habt. So. Geht zur Kapsel und rüstet euch. Ja, ich will doch nur gucken, ob hier noch eins hängt oder nicht. Du hast einiges abbekommen. Lass dich verarzten. Da hängt bestimmt irgendwo eins drin. Ich bin nur gerade zu blind. Egal. So, wir wollen Waffen ausprobieren. Viel besser. Ich mag diese Kaufhausmusik irgendwie zwischen den Runden. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ja, ich weiß. Was? Ich habe immer noch nicht genug Geld. So, was haben wir hier? Überlebensgeld? Deaktivierter Vorteil. Was? Deaktivierter Vorteil? Verstehe ich nicht. Okay, ich gucke jetzt einfach mal hier durch, was es gibt. Okay, das kannten wir schon, das kannten wir schon, kannten wir schon, kannten wir schon, kannten wir schon, kannten wir auch. Die Hasskanone kennen wir sowieso, Mikrowelle, Seeker 6, jo. Ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich noch... Wir öffnen niemals wieder. Ja, genau. Ja. Die Zeit ist fast um. Irgendwie... Ja, irgendwie ist da jetzt nichts. Finde ich irgendwie komisch, aber okay. Egal, ich nehme mal wieder die SDG. Schön, dass du wieder zurück bist. Hab's ja schließlich freigespielt im Halloween-Update, also sollte ich sie vielleicht auch mal benutzen. Auch wenn ich gerade gar kein Kommando bin. Und die Ohrenschützer, Sirene! Bap, 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 bap. Diese blöden Roboter, die habe ich total vergessen. Gott. Der Rückstoß ist ein bisschen krass bei dem Ding. Wie der Volta damit schießen kann überhaupt. Push. La la la. Weihnachtszeit. Oh, schön. Ach stimmt, ja, da gab es ja auch noch andere Gegner. Die ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen mental verdrängt hatte. Etwas ist verhüllt. Weg. Weg. Ich knall sie ab. Weg. Weg. Ah, da hinten, komm da her. Die sehen halt echt immer so geil aus, die Skrakes. Egal in welchem Update, die Skrakes sehen irgendwie immer am besten aus. Hey. Was ist das? Ein verrückter Schlachter? Nein, wohl eher ein verrücktes Rentier. Auf! Hör auf! Boah Gott, hast du mich erschrocken. Gott, wie sehr ich diese Roboter hasse. Aber, wie gesagt, wir spielen ja auf normal. Auf schwer wäre ich wahrscheinlich schon dreimal gestorben. Ah, wie jetzt? Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Vielleicht habe ich ein Problem. Gibt's hier keine Munikisten? Ah, komm doch her! Schlitz dich auf, wenn es sein muss. Da, da, da. Nee. Ah, man kann nicht in den Baum reinspringen. Ich wollte eigentlich voll cool gerade in den Baum reinspringen. Da liegt eine Waffe. Habe ich gar nicht gesehen. La, 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 na, na, na. Aha. Das. Was? Willst du mich verarschen? Das ist ein schlechter Scherz. Wieso treffe ich das nicht? Jetzt reicht's! Hey!
Achso, ich schmeiß ja nur Heilgranaten. Gott. Okay. Ach, stimmt ja. Spielzeugroboter. Das ist auch nicht schlecht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, weil die Roboter, die gab es ja beim letzten... Aua, Weihnachten noch gar nicht. Ah. Fällst du auch mal um? Das war der letzte. Geht zur angezeigten Kapsel für mehr Ausrüstung. Was ist denn mit dem Ding? Du bist unversehrt. Das ist großartig. Weiter so. Also, ich bin doch nicht blöd. Ich treff das doch. So ein Shit. Naja. So, jetzt müsste es aber reichen von der Kohle her. Heilande, nee. So. Ich wollte den Granatwerfer haben. Moment. Wo haben wir? Dass der aber auch so schweineteuer sein muss. So, kaufen wir ein bisschen davon. Vielleicht nochmal zur Sicherheit davon. Okay. So, jetzt habe ich auch wieder eingekauft. Nachladen. Jawohl. Die Zeit ist fast um. Okay. Es gibt keinen sekundären Schussmodus. Ist aber eigentlich selbstverständlich, was das Ding macht. Die Frage ist nur, sind das Impact-Granaten oder sind die so, die flumpen noch ein bisschen rum? Was steht da? Beeilung, die Sets kommen näher. Une Crêpe au Chox, Nutella, Sucre, Chantilly, plus une Boisenschafte. Sorry, mein Französisch ist nicht so geil. Aber 4,50 Euro für eine Crêpe? Wo sind wir hier? Holy shit. Jetzt Munition! Gut, ich weiß halt, wie die Preise dieses Jahr sind. Ich habe nämlich schon... Okay, es sind kein... Da kommt gleich irgendwo ein Flashbound. Alter, die Schussrate von dem Ding ist mega. Allerdings die Nachladezeit nicht so. Und es sind keine Bounce-Granaten. Also die sind echt Impact. Was voll gut ist. Wie gesagt, Nachladezeit negativ, aber der Rest opti. Oh. So, ist hier ein Collectible zufällig irgendwo gerade? Wenn ich gerade schon mal hier in der Küche abhänge, vielleicht im Topf oder so. Geh doch mal weg. Hol die Ohrenschützer, Sirene. Ich suche ja eigentlich wirklich noch nach den Collectibles, aber irgendwie finde ich keins. Das ist die erste Map, wo ich wirklich Probleme habe, die Collectibles zu finden. Das ist... Wow. Okay, ich sollte sie loswerden. Mist. Wie schön die auch nummeriert sind da, die Kammern. Fand ich jetzt eigentlich mal ein schönes Detail. Flop. 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 Also das Ding ist echt mega. Flop. 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 Und. Flop. Ah. Wieso passiert mir das ständig? Ich knall sie ab. Okay. Ah. Perfekt. Also. Die Kapsel ist wieder offen. Sehr schön. Holy Macaroli. So, welche Runde? 5 von 7. Okay, gut. Vielleicht schaffe ich es noch, ein, zwei Kollektibuls zu finden. Aber ich glaube nicht. Okay, was könnten wir denn noch ausprobieren? Ich glaube, ich schaffe es noch, die Axt auszuprobieren. Wobei, es ist eine Feuerwehr-Axt. Ich meine, es ist eine Feuerwehr-Axt. Aber ja, ich hole sie mir mal. Und ja, ich hole mir jetzt auch mal wieder eine Sunny-Waffe. Denn ich brauche mal wieder eine. Nämlich eigentlich Data. Aber da reicht gerade die Kohle nicht. Also hole ich mir erstmal nur Data. Und Muni. Hab eine Waffe gefunden, Leute. So, wie schaut die aus? Okay. Ganz klassisch. Boah. Ist halt eine Feuerwerks. Aber hey, warum nicht? Wie gesagt, ich meine... Es ist halt eine Feuerwachs. Was soll ich großartig dabei zeigen? Aber ja. Egal, ich habe sie trotzdem mal gekauft, damit sie mir aus der Nähe sehen. Und vielleicht zerlegen wir auch ein oder zwei Sets. Aha! Tötet mehr Sets.
Yes! Noch 6 Stück. So peinlich. Ah. Und ich glaube, ich mache 2 Videos daraus. Bam, bam, bam. Oh, Entschuldigung. Ja. Lebkuchenmännchen. Ihr müsst bedenken, ich bin gerade Sunny. Ich bin kein Berserker. Und trotzdem macht die relativ gut Damage, die Axt. Ja. Ja. Was ist los? Es geht auf jeden Fall. Die schwingt ein bisschen langsamer. Vielleicht ist das als Berserker gar nicht mehr so das Problem. Okay. Oh, nö. So. Gut. Dann würde ich sagen, bring mir die Runde mal stilvoll zu Ende. Lebens. Ich höre es hier überall Gelächter. Die lassen mir keine Zeit, nach Collectibles zu suchen. Ich finde es auch cool, dass sie immer wieder neue Sprüche und so ein Stuff bekommen. Oh shit, nee, das war gar nicht gut. Da bin ich jetzt ein bisschen voll in die reingelaufen. Mann, unsichtbaren Nerven. Oh oh. Aua. Ja, du Nussknacker, du. Hier gibt's. Wahrscheinlich in der Spitze. Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendwo in dem Baum irgendwo. Eine Spitze oder an so einem Zweig, dass da irgendwo was dranhängt. Ich werd's Gefühl einfach nicht los. Oder wahrscheinlich liegt's einfach hier irgendwo und ich sehe es nur nicht. Das ist doch so offensichtlich. Oder die Entwickler waren mal wieder so und haben sich gedacht, ja, das ist ja viel zu offensichtlich. Also machen wir es nicht. Stattdessen legen sie es einfach wieder, keine Ahnung, irgendwo hier so hinten dran. Ich will doch nur noch ein Collectible. Da ist keins. Jetzt, da ich ja zumindest weiß, wonach ich suchen muss. Nee, auch nicht. Was hat's mit dem Schachbrett da hinten auf sich? Okay, kein Collectible, okay. Gut, dann halt nicht. Jetzt Munition! Moment. Okay. Hab doch noch eins gefunden. Aber die sind ja echt mal ultra fies versteckt. Wenn du da nicht hinter jeden Scheißwinkel guckst, dann ist ja. Au. Dann ist ja echt zum Kübeln. Super. Keine Uhr. Ganz hoch kommt man ja nicht, ne? Mist. Da hängt eins. Mann. Ich hab's heute nicht so mit Zielen. Ihr müsst aber entschuldigen, ich mach das mal wieder direkt nach der Nachtschicht. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich schon völlig übermüdet, aber ist ja okay. So. Ich will doch nur noch. Ich will doch nur noch die restlichen finden. Denn in der Bossrunde ist das ein bisschen schwierig. Aber dass da halt wirklich kein Collectible an einem Baum ist? Oder vielleicht ist eins am Baum, aber ja. Au. Oder lag da jetzt gerade eins? Nee. Aua. Ein Glück bin ich Sunny. Weil ich nämlich ein paar Heilgranaten dabei habe. Aber ja. Wo könnten wir denn noch gucken? Wo haben wir denn noch nicht geguckt? Also eine Knarre. Das ist zu schwer. Wo haben wir denn noch nicht geguckt? Also hier haben wir uns eigentlich auch noch nicht so genau umgeguckt. Vor allem hier liegt so viel. Hier liegt so viel Stuff rum. Wie willst du denn da. Nee. Hm? Nee. Auch nicht. Nee. Doppel nee. Dreifach. Nee. Oh,
Okay. Gut. Dann eben nicht hier. Ich weiß, wo auf jeden Fall noch was sein könnte. Wäre. Ja. Wie gesagt, wäre unten. Aber. Wäre wahrscheinlich in der Tiefgarage. Da könnten wir gleich nochmal gucken. Dass hier nichts ist, wundert mich. Oder vielleicht ist hier irgendwo was. Man sieht es nur wieder so sau schlecht. Warum zum Geier kennt er die Map besser als ich? Gut. Dann gucken wir eben noch einmal schnell. Ja, wohin gucken wir denn jetzt nochmal schnell? Ich war doch jetzt schon eigentlich relativ überall. Das Schlimme ist, ich gucke immer nur auf den Boden. Dabei können die ja auch überall sein. An der Decke, irgendwo an der Wand, hat man ja gerade gesehen. Hab gerade Munition gefunden. Ja, Munition ist auch schön. Ein Collectible wäre mir lieber. Aua. Er ist aber auch gerade echt so penetrant, der Kerl. Er lässt mich halt gerade nicht wirklich suchen. Ich weiß, ich könnte auch einfach mal 5 Meter weiter weg von ihm rennen. Aber, ja, das wäre ja zu einfach. Ist da was bei dem Auto? Übrigens ein sehr schickes... Ist das ein Camaro? Bin mir nicht sicher. Nein, das ist ein Gagner. Aber das sieht aus, sehr verdächtig aus. Wie ein Camaro. Egal. Schade, schade, schade. Ha! Komm zu mir. Die Kapsel ist sicher. Ah, noch 3 Stück. Okay. Der Flashpawn wusste nicht, wie ihm geschieht. Sehr gut gemacht. Danke. Vielen Dank, Mademoiselle. Ich weiß der ihren Namen eigentlich nicht, aber ich nenne sie halt immer Verkäuferin. Mademoiselle Verkäuferin. So, okay. Ich glaube, mehr Waffen kann ich jetzt im Moment gar nicht zeigen. Weil, ja, die Krampus-Axt, wie gesagt, die kriegt man erst als Saison. Als Saisonherausforderung kriegt man die. Ansonsten habe ich aber jetzt auch wirklich keine andere Waffe hier entdeckt, die wir jetzt noch nicht... die wir jetzt noch nicht gesehen hätten. Deswegen, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hole ich mir das, dann schließe ich sie mir Sunny. Und da und da und ja. Aber... Es ist... Letzte Chance. Ich muss ja. Die Kapsel zumachen. Es ist mir trotzdem ein bisschen komisch, weil die Entwickler halt gemeint hätten, die hätten noch irgendwas in den Shop gepackt. Mehr Sets kommen. Sowas macht einen immer ganz kirre, wenn die Entwickler selber sowas auf ihre Seite pfeffern und dann stehst du halt da und geht's, ah, was ist denn das jetzt? Bop, 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 bop. Klack. Gelobt sei dieses Gewehr hier für den Sunny. Zusammen mit dem Gewehr hier. Weißt du, für die normalen Gegner das hier. Und für die schweren Gegner dann das andere. Ist eigentlich echt Bombe. Ist wirklich gut. So. Ja. Bratz. Das waren mehr Schuss, als ich eigentlich gebraucht hätte. Oh oh. Ich höre es stampfen. Ich höre es noch mehr stampfen. Da ist noch ein Collectible. Oh shit. Ich darf mich jetzt nicht festsetzen lassen. Aber auf gar keinen Fall. Oh. Der Dicke kommt mir doch gleich nach, oder? Aua. So, der Flashpound ist schon mal weg. Kann ich schießen oder was? Wo ist denn die Tiefgarage? Warte mal, hier in dem Diner waren wir schon, aber ich... Warte mal. Kusch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch irgendwo was versteckt ist. Volltreffer.
Hier habe ich nur nichts gefunden, deswegen. Ah! Oh mein Gott. Scheiße. Scheiße, scheiße. Doppelscheiße. Durchschießen, durchschießen. Das war nicht gut. Das war absolut knapp und unnötig und. Ah! Oh, hör mal auf zu schreien. Ich meine, die sehen zwar cool aus, aber die nerven tierisch. Flashpoint, lass mich in Ruhe. Okay, ich glaube, ich habe 2 Sekunden Ruhe vor dem. Scheiße. Geh doch mal. Ich will doch nur noch mal kurz bis... Okay. Ja, in dieser Runde werde ich es wohl nicht schaffen, alle Collectibles zu sammeln. Ganz klar. Du bist unversehrt. Das ist großartig. Danke. Weiter so. Ja, immer doch. Gerne. Gar kein Problem. Ich gebe nicht auf. Nicht so kurz vorm Ziel. Diese Werbeansage im Hintergrund, die finde ich ja mega irgendwie. Aber die Stimme erinnert mich so an den Sänger von Deathclock. Hol dir das Handwerkszeug. Irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert es mich so an den Sänger von Deathclock. Nathan Explosion. Ja, so hieß er. Ich weiß das. Ha! Eins noch. Ah! Gott verdammt. Da muss irgendwo eins sein. Jetzt Munition. Die Zeit ist fast um. Mist. Mann. Nein. Das ist bestimmt irgendwo so ganz, ganz dumm. Ah. Die Zeit ist um. Geht und tötet mehr selbst. Ja, ich weiß, der Boss ist da. Oh nein. Es ist auch noch der König der Nussknacker. Yay. Hit. Ja, ich auch nicht. Oh, scheiße. Quarter Pounds. Lass mich. Aua! Du Sack! Au. Ich hatte eigentlich nach einem freundlicheren Boss gehofft. Au. Denn bei einem freundlicheren Boss hätte ich ja noch eine Möglichkeit gehabt, vielleicht sogar noch ein Collectible zu finden. Aber so nicht. Kusch. Lass mich. Verdammt. Verdammt, ausgerechnet er. Es hätte ja mal ruhig nicht irgendjemand anderes sein können. Scheiße. Wo soll ich denn jetzt noch eins finden? Das Schlimme ist, ich weiß ja ganz genau, wo noch eins ist, aber es funktioniert ja nicht. Ja klar, jetzt ist der Aufzug zu. Der Aufzug ist zu. Halt, Moment. Nee. Ich weiß das. Ich kenne das. Moment. Vielleicht erwische ich es ja doch noch irgendwie. Warum? So scheiße. Ja. Muss doch noch irgendwo eins sein. Ruhe da hinten! Au. Oh oh. Sackgasse! Sackgasse! Oh, war das knapp. Ha! Da hängt eins! Yes! Ah. Aua. Ja, das ist ja fies, wenn ich auf der Schräge stehe. Da nützt ja auch das Hinsetzen nichts. Oh, mit seinem Kacklaser. So, der müsste eigentlich... Ja, der ist gerade voll da durchmarschiert. So, jetzt machen wir den aber platt. Kusch dich. Ja, scheiße, der mit seinem blöden Shit. Mann, duck dich.
Schon wieder nachladen. Au, au. Zum Glück spiele ich auf normal. Ah, schön auf den Kopf. Schön nochmal nachladen. Oh, Sackgasse. Au. Ah, jetzt stirb schon. Scheiße. Das ist voll die falsche Knarre. Penner. Peng, 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 peng. Du siehst furchtbar aus. So. Na also, da haben wir es doch noch geschafft. Alle Collectibles, paar Waffen gezeigt. Schön, schönes Ding. Und ich krieg noch eine Verschönerungskiste. Auch schön. Ja. Dann würde ich mal schwer behaupten, nächste Folge machen wir mal Santas Werkstatt. Und, ja, dann machen wir einen stinknormalen Run und sammeln vielleicht noch die Collectibles. Denn, ja, ich habe jetzt so ziemlich alle Waffen gezeigt, die ich zeigen konnte. Und ja, der Rest ist auch ein bisschen ab an euch. Ich hatte mir nur gehofft, dass ein bisschen mehr Weihnachtsmusik läuft irgendwie. Ich meine, ja, im Menü schon. Aber okay, gut, vielleicht auf Santas Werkstatt. Denn die andere Musik war zum Beispiel auch Map-gebunden. Die vom letzten Jahr, die Weihnachtsmusik. Die war übrigens sehr, sehr geil. So, aber ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Killing Floor 2, die wahrscheinlich dann morgen erscheint, je nachdem, wie schnell ich bin, in Santas Werkstatt. Also, bleibt schön brav, dann kriegt ihr 49 Goldkisten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.